Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, Hof Bergmann, ne, auf schwer, war eine schwere Entscheidung, würde ich sagen. Also ich habe gerade die ganze Milch verkauft, die Kühe produziert hatten. Gut, die waren jetzt nicht die ganze Zeit auf 90%, weil ich denen zwischendurch keine Silage geben konnte, weil ich nichts hatte. Ich habe fast 100.000 Liter Milch verkauft und immer noch 17.000 Ocken miese. Gut, 12.000 hat, glaube ich, die Drille gekostet. Aber trotzdem heißt das, dass ich jeden Tag, im Moment, jeden Tag 5.000 Euro Verlust mache. Das heißt, wir stecken in der Schuldenfalle. Und jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Ich habe mir überlegt, dass die Kühe mehr Milch produzieren müssen und deshalb mache ich hier gerade mal ein bisschen Mischfutter. Das ist, glaube ich, im Moment das Einfachste. Und natürlich heißt das, keine weiteren Schulden mehr machen. Die Kredite fressen uns auf hier, ne? Ganz klare Sache. Das heißt, ich habe jetzt auch einen Abnehmer für Stroh gefunden. Ich habe mir auch gerade ganz spontan überlegt, ich werde keine Ballen pressen. Ich hatte im letzten Video gesagt, dass ich jetzt so langsam daran denken muss, Stroh zu lagern. Das hat sich alles schlagartig erledigt. Ich muss zusehen, dass ich ja die Kühe am Laufen halte und von den Schulden runterkomme. Ich darf auf gar keinen Fall noch mehr Schulden machen. Ich habe schon überlegt, ob ich dieses große Trim-Ungeheuer, ob ich das vielleicht wegtue. Müsste man mal gucken, das wäre eventuell noch eine Überlegung, weil das brauche ich eh nicht und mein Pickup brauche ich im Prinzip auch nicht. Ja. Da könnte ich vielleicht nochmal so eine kleine, nochmal so einmal rund um die Map mitfahren. Und dann könnte ich den auch rein theoretisch verkaufen, weil im Moment, ja, wie gesagt, die Existenz des Hof Bergmann ist bedroht, ja, durch Missmanagement, ja, Fehlentscheidungen in der obersten Ebene, ja, Schuldenfalle, verdammt. Alleine kriegen wir schon hin. Das ist am Anfang immer erst ein bisschen turbulent, ich spiele trotzdem immer gerne auf schwer, weil sich sonst irgendwann die Kohle hochkant in der Ecke stapelt und man einfach so unverschämt reich ist. Das mag ich nicht. Ne? Also die meisten Landwirte, die leben auch spitz auf Knopf. Ja? Also heißt, deren Einkommen ist deren Auskommen und große Sprünge machen ist nicht. Ne? Und so hätte ich das eigentlich auch ganz gerne. Ne? Ja, ist noch nicht. Das Kind ist noch nicht im Brunnen gefallen. Ne? Wir haben noch jede Menge Sachen zu ernten, was wir verkaufen können noch. Und gut, müssen wir auch neue Felder kaufen. Ne? Also mit den paar Fältchen, die ich hier habe, da wären wir nicht glücklich. Ne? Das ist natürlich ein Riesenfeld hier. Mal gucken, wahrscheinlich, was das hier an Kunstdünger und Saatgut, das bringt mich schon wieder um. Wahrscheinlich. Ja, und ich habe davon geträumt. Ich habe gedacht, okay, kannst du ich wollte mir noch einen MB-Truck holen, ne? Ich glaube, das kann ich erstmal vergessen mit dem MB-Truck, ey. Ist alles ganz schön teuer hier. Ja, wenn die Kühe, ich muss sehen, dass die ganze Zeit Minimum auf 90% stehen. Und dann gibt es ja auch mehr Milch, ne? Dann könnte das vielleicht so gerade, dass ich so gerade plus minus null rauskomme. Und sobald ich dann da irgendwas verkaufe, Getreide oder weiß der Geier, dann geht es mir ja wieder gut finanziell, ne? Dann bin ich ja wieder im Plus. Ja, jetzt sammeln wir eben noch schnell das Stroh ein. Und eigentlich bräuchte ich auch noch ein Güllefass, ne? Aber Güllefässer sind teuer und so eine Gurke wollte ich mir eigentlich nicht kaufen, ne?
Möchte schon gerne das so ein Hammerfass haben. Naja, was willst du machen? Ne? Ist alles nicht so einfach. Ja, und eigentlich brauche ich auch Strohballen für die Mukus. Gut, ich habe 6 Tage Zeit. Und dann haben die Kühe keinen Stroh mehr. Weil irgendwann habe ich ja alles Getreide weggeballert. Ja, obwohl, ach, ein Getreidefeld hat man immer, oder? Ich muss noch einmal kurz gucken, wie viele Felder habe ich denn überhaupt? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder habe ich jetzt im Moment. Oh, wobei dieses eine bananenförmige Ding da an der Straße. Ja, also es ist ein Feld, ja, aber. Was soll man da anbauen, ey? Getreide, ich will da nicht mit dem Mähdrescher rumfahren. Ich muss mal gucken, was ich mit dem Acker da veranstalte. Ich habe schon überlegt, oder ob ich das teile. Ich habe das ja schon mal bei dem anderen großen Feld gemacht. Das habe ich auch einfach in 2 Felder aufgeteilt. Ach, das sehen wir dann. Das ergibt sich so im Laufe des Spieles. Ich neige ja auch gelegentlich dazu, meine Entscheidungen spontan zu ändern. So, ah, Silage ist schon ziemlich voll. Das ist gut. Wollen wir gleich noch ein bisschen Gras machen hier. Ja, eben wusste ich noch nicht genau, wohin mit dem ganzen Stroh. Und jetzt könnte ich eigentlich wieder nicht genug davon haben, ne? So schnell wandelt sich das Blatt. Mal kurz gucken, wo fahren wir denn als nächstes hin? Wir nehmen die 28, oder? Das ist ja quasi. Das liegt ja quasi in der Nähe. Ey, boah, was gibt der ein Gas, ey? Machen wir die 28 als erstes Blatt. Ich muss natürlich mich als erstes um die Felder kümmern, die mir schon gehören. Dass da natürlich was Neues in den Boden kommt, ne? So, knallhart hier vor dem Bulli dann hergezogen. Ist der mir den Hänger gefahren? Na egal. Ja, das ist natürlich schön, wenn der so schnell fährt, dann macht das ein bisschen mehr Spaß, über die Straße zu fahren. Und wenn der 40 km/h fährt, braucht man die Leiter auch nicht einklappen. Das ist erlaubt. Wenn man so schnell ist, muss man die Leiter nicht einklappen. Glaubt mir wieder keiner. Ich weiß. So, der will ja nicht hier rein, oder? Oh, der will hier rein. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ich bin ja schon weg. Ich wollte hier so schön ausholen, weil der Anhänger so komisch nachläuft. Das ist so ein Zwangsgelenk da mit der Hinterachse da. Über so eine Verbindungsstange. Ja, ist schon ein Unterschied, ob man mit 40 km/h über den Web fährt oder mit 20, ne? Also im Real Life möchte ich auch nicht mit 40 km/h mit zum Koffer fahren. Ich glaube, da hat man das Aquaplaning auch auf der Stirn stehen. Oh, was wächst denn hier für ein Gemüse? Ich dachte, ihr, das ist doch Raps, oder nicht? Nee, ist Weizen. Ich wollte was mit Stroh, deshalb. So, das können wir gleich machen. Wir müssen mal kurz gucken, dass hier 17% hat er noch da drin. Ja, los, dann holen wir den Reststroh auch noch eben. Und dann kippt man den Rest einfach in den Fermenter rein. Machen wir da als Silage von, ne? Ich muss dann gleich auch erst Gras mähen. Das, also Gras fehlt ja auch noch im Mixmaster da. Und, ja, ich könnte auch so nochmal ein Schüppchen Gras machen für die Mukus, ne? Gras mögen die ja, die Tierchen. Warum auch nicht, ne? Saftig, gehaltvoll, grün, lecker, ja. Gras halt, ne? Nein, ich habe noch nie Gras probiert. Nicht, dass ihr jetzt denkt, So, den Krümmel hier nehmen wir noch mit.
Ja, und dann müsste ich eigentlich mal irgendwas verkaufen. Wäre nicht schlecht. Ach komm, fahren wir mal einen Weg. Der Weg ist zwar auch nicht besser als der Acker. Oh, ich glaube, der Weg ist schlimmer als der Acker. Boah, ist ja wie im echten Leben, ey. Voll die Geldnot hier auf der Map. Das Fiese ist ja auch, ich habe ja früher, bin ich einfach immer in ein Safe Game reingegangen, habe mir dann so viel Geld eingetragen, wie ich haben wollte und ja gut, ne? Pff, ne? Leck Arsch, ne? Und dann habe ich dann immer gesagt, so ja, und dann irgendwann, dann zahlst du es halt wieder zurück. Macht man meistens dann doch nicht. Aber was ich bei diesem Mehr-Schulden-Mod so schön finde, ist, dass die richtig Zinsen abkassieren. Ne? Und du musst wirklich aufpassen, wenn du das übertreibst mit deinem Kredit, gerade auf Stufe schwer, dann macht er dich nackt. Ne? Der zieht dich komplett aus. Das ist richtig schön eigentlich. Ne? Ich spiele das ja eh, ich sage mal, das ist für mich so 30% ist das hier so ein Fahrsimulator und 70% ist das so ein Wirtschaftssimulator. Ne? So spiele ich LS und deswegen mag ich das auch nicht, wenn Mods zu dolle realistisch sind. So wie der Xerion jetzt hier. Ne? Boah, mein Gott, mit Spiegel in 5 Achsen verdrehen und manuelle Zündung und Getriebe und jedes Mal dieses Ding beim Einsteigen, diese Animation, dass er das Lenkrad. Nee. Also dann, ja, das, also dafür habe ich halt nicht genug Fahrsimulator bei meinem Wirtschaftsspiel hier, ne? Ich spiele das halt ein bisschen anders. Also nicht, dass ich, das verurteile oder so, ne? Wenn einer sagt, nee, boah, ich will hier richtig fahren. Ich nehme das hier zu 100% als Fahrsimulator. Ja, gerne, ne? Ich meine, das ist ja auch das Geile am LS, ne? Diese unbegrenzten Möglichkeiten, die man hat, ne? Das ist ja wirklich, ne? Ich finde das auch total gut, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, etwas zu modellieren. Und natürlich, dass es auch so kranke Typen gibt wie Farmer Andy oder Model Eicher oder Upside Down oder Bulgor, die das auch knallhart durchziehen, ne? Die auch wirklich Sachen programmieren, wo man denkt, Alter, was ist mit denen nicht in Ordnung, ne? Was stimmt mit denen nicht? Also es ist schon geil. So, ich hab schon wirklich diesen dreiachsigen Wahnsinnskoffer, ne? Also wie gesagt, ich glaube, den muss ich irgendwann mal verkaufen. Das ist ein reiner Geldnot. Jetzt ein bisschen Grasmähen angesagt. Ich muss mal gucken, ob ich noch eine Weide finde, wo noch was draufsteht. Soll wohl. Irgendwo wird wohl noch ein Grashalm wachsen. Ah, ich habe auch das ganz große Feld. Da bin ich ja noch gar nicht gewesen hier. Wo ist das nochmal? Zwischen Feld 5 und Feld 6. Da ist ja eine Riesenwiese. Da werde ich mich, glaube ich, gleich erstmal richtig drauf austoben. Ich glaube, es macht auch der Helfer. Oh, na. Der Helfer funktioniert nicht, ne? Genau. Scheiße. Der macht das ja nicht. Schade. Oder? Doch. Nee. Nee, der funktioniert nicht. Dieses riesige Pöttinger Mähwerk ist nämlich leider kein Mähwerk. Also, skripttechnisch gesehen ist es ein Heuwender. Oder, ja. Nee, ein Heuwender nicht. Ein Schwader. Das ist also ein Kreiselschwader. Ohne Kreisel. Einfach nur ein Schwader. So. Und deswegen funktioniert der alternative Helfer nicht. Nicht mal für vorne funktioniert der, sehe ich gerade. Wird mir auch kein Helfer angezeigt. Ja gut, aber dafür macht er eine Schwadablage, ne? Manchmal muss man sich auch mit wenig zufrieden geben. Was ist mit dir? Bist du, willst du nicht? Hallo? Ich hab doch O gedrückt. Einmal runter, einmal hoch. Jetzt O? Aha. Okay. Ist mir egal. So, wir fahren hier rum. Nein, hier ist gar kein Weg.
Ich könnte auch so rumfahren, oder? Das heißt, gehopste gesprungen, glaube ich. Wie rum fahre ich denn am besten? Darum? Ah, so rum scheint kürzer zu sein. Okay, fahren wir hier rum. Die Romantikroute ist immer noch nicht frei, weil ich kein Geld habe für eine Motorsäge, ne? Sonst hätte ich die Romantikroute schon freigeräumt. Und gucken, wir fahren jetzt geradeaus den Berg runter und durch den Wald hier. Ah nein, die Straße geht hier gar nicht weiter. Das habe ich auch nicht verstanden, ne? Warum man die Straße nicht durchgezogen hat hier. Na, zumal ich hier eh gleich, also sobald ich das Feld gekauft habe, hier Gras sehe, sonst fährt mir der Helfer um die Böschung runter hier. Verklemmt sich da zwischen den Bäumen und so. Deswegen mache ich hier eh Gras. So, wir fahren jetzt hier den Berg runter, aber ich nehme euch nicht mit, ich fahre alleine runter. Ja. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Diego sagt danke und ciao, ciao.